Assalamu alaikum. Ich möchte hier kurz erklären, was die Genitivverbindung ist. Die Genitivverbindung wird in der arabischen Fachsprache al-Idafa genannt. Und im Grunde genommen ist die Idafa nichts anderes als die Paarung von zwei Begriffen, von zwei Substantiven, sodass sie schon fast wie ein einziges Wort werden, also die Verschmelzung von zweier Begriffen miteinander, um das zweite Wort näher zu definieren. Oder das erste Wort näher zu definieren, näher zu bestimmen. Und daher ergibt sich auch daraus, dass eine Genitivverbindung in ihrer einfachsten Form mindestens zwei Glieder hat. Das erste Glied und das zweite Glied. Und jedes dieser zwei Glieder hat auch einen Namen. Hier sehen wir das nochmal. Die Genitivverbindung ist die Zufügung eines Substantives, das erste Glied also, das nennt man Al-Mudaf, zu einem anderen Substantiv, das nennt man dann Al-Mudaf Ilayh, zur Vollendung seiner genaueren Bestimmung. Das erste Glied, das Beispiel kommt gleich. Das erste Glied, das Mudaf, steht immer ohne Artikel und ohne die Nunation. Die Nunation ist der Tanwin, also die verdoppelte Vokalisierung, das Un, An und In. Und das zweite Glied, der Al-Mudaf Ilayh, steht immer in dem grammatikalischen Fall Genitiv, was auf Arabisch Al-Jar genannt wird, oder Al-Khafd. Und dieser Fall äußert sich sehr häufig durch das Kasra, also durch das I-Vokal am letzten Buchstaben des Wortes. Okay. Wir haben ein Beispiel. Wir haben jetzt das Wort Ism. Ism heißt Name. Dieses Wort wird jetzt verbunden mit dem Begriff Al-Muhandis. Al-Muhandis ist der Ingenieur. Das zusammen in dieser Konstellation ergibt eine Genitivverbindung. Wir sehen hier, das ist der Al-Mudaf, das erste Glied, und das ist das zweite Glied, der Al-Mudaf Ilayh. Und wir können hier sehen, dass das erste Glied eben ohne Artikel ist und keine Nunation hat. Und das zweite Glied, der Al-Mudaf Ilayh, hat hier ein Kasra am Ende, das heißt, es steht im Genitiv. Ja, das zweite Glied kann bestimmt oder unbestimmt sein. Also es könnte auch heißen Ismu Muhandisin oder eben Ismul Muhandisi wie hier. Und das Ganze bedeutet der Name des Ingenieurs. Oder eben, wenn man das ohne das L macht, der Name oder ein Name eines Ingenieurs. Haben wir noch ein anderes Beispiel. Wir haben zwei Begriffe wieder. Usratun, das ist jetzt ein Einzelbegriff. Familie, eine Familie. Und wir haben Rasulun, Gesandter, Bote. Und wir wollen das Ganze jetzt als eine Genitivverbindung haben. Also wir wollen die Wörter miteinander verbinden. Wir möchten sagen, die Gesandtenfamilie, die Familie des Gesandten oder eines Gesandten, eine Familie eines Gesandten. Dazu sehen wir, wir übernehmen einfach mal das erste Wort, aber wir müssen das anpassen. Das hatte jetzt eine Nunation, das wird verändert, also die Nunation fortnehmen. Jetzt nehmen wir das zweite Wort, Usratu Rasulun, das muss auch noch angepasst werden. Das zweite Wort muss ja im Genitiv stehen, also wird daraus Usratu Rasulin. Wir sehen dann hier, dass die Nunation verschwunden ist. Und beim zweiten Glied sehen wir, dass es im Genitiv steht. Das erkennen wir an dem Kasra oder an den zwei Kasra hier. Genau, das nochmal eine kleine Wiederholung zu der Genitivverbindung.